15 Punkte in Wirtschaft in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Heutiges Thema ist Wirtschaft. Wirtschaft habe ich persönlich in der Oberstufe immer sehr, sehr stark gefeiert, hatte so schlussendlich auch 14 Punkte dann in der Abiturprüfung, wobei es eigentlich 15 Punkte hätte sein müssen. Also ich war in Wirtschaft am sichersten, dass ich da die 15 Punkte schaffe, aber dann hat meine Lehrerin einfach was abgefragt, was ich ganz klar gestrichen hatte. Könnte ich heute immer noch mit ihr streiten, aber gut, ne, ist vorbei. Meine 1,4 habe ich, deswegen alles cool. Aber ich bin natürlich heute vor allem deswegen hier, um dir zu helfen, dass du auch möglichst gut eben in Wirtschaft abschneidest und deinen Traumabiturschnitt erreichst. Deswegen lass keine Zeit verlieren und direkt in den Tipp starten. Erstens, interessiere dich für Wert. Denkst du jetzt so, what the fuck, mit dem Tipp hätte ich so als letztes gerechnet. Aber so soll es ja auch sein. Denn warum meine ich, interessiere dich für Wert? Das ist eine der Dinge, die ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark erkannt habe. Und zwar, dass man lernen kann, wie Wert funktioniert. Und damit meine ich jegliche Art von Wert. Dein eigener Wert, Wert einer Sache, Wert einer Beziehung, Wert von allem Möglichen. Ja? Und im Prinzip ist Wirtschaft nämlich nichts anderes als ein Austausch von Werten. Und es beschreibt im Prinzip den Austausch von Werten. Und alles, absolut alles bezieht sich darauf, Werte auszutauschen. Im Prinzip, jede deiner Handlungen ist darauf ausgelegt. Ja, du gibst jemandem irgendwas und willst dafür irgendwas zurückbekommen. Deine Lebensplanung ist darauf ausgelegt. Jeder Zahlvorgang ist darauf ausgelegt. Man könnte theoretisch sogar sagen, dass menschliche Beziehungen auf Werteaustausch basieren. Und das zu verstehen, ist so wertvoll für dein gesamtes Leben, weil es im Prinzip die eine Sache ist, worum es, ich will nicht sagen, im Leben geht, das klingt sehr berechnend, so ist es ja auch gar nicht gemeint, aber einfach allgemein zu verstehen, okay, warum haben manche Dinge den Wert und manche den Wert? Objektiv, subjektiv und so weiter. Und genau damit beschäftigt sich eigentlich Wirtschaft. Das heißt, da zu verstehen, was für einen viel höheren Wert als nur ein paar Rechtsparagraphen oder Wechselkurse und so weiter das hat, ist super, super spannend und kann für eine extrem hohe Motivation sorgen. Zweitens, verstehe die Grundprinzipien. Eigentlich gibt es in der Wirtschaft immer wieder und auch im Recht Grundprinzipien, auf denen im Prinzip alles aufgebaut ist. Es hat alles eigentlich wieder mit dem Wert zu tun, zumindest im Wirtschaft und Recht natürlich nicht. Beste Beispiele dafür wären zum Beispiel dieses Angebot, denn Angebot-Nachfragekraft, ja, wo du das quasi so gekreuzt hast. Dass, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du, wie Wert funktioniert und dann verstehst du im Prinzip auch, wie alles Weitere, was danach in der Wirtschaft funktioniert. Genauso auch das Marktmodell. Das ist so zentral, dass du einfach weißt, okay, da sind die Unternehmen, da sind die Konsumenten, da ist der Staat, Ausland, Export, Import und so weiter. Das kommt die ganze Zeit dran. Deswegen versuch wirklich, die Sachen richtig gut drauf zu haben. Genauso auch im Recht. Einfach der ganze Aufbau des Rechtssystems. Warum ist es denn so? Warum haben wir Paragraphen und so weiter? Wenn du das hast, weil das wird immer wieder kommen, wenn du das hast, dann schaffst du es einfach im Prinzip, die Grundlage für alles Weitere zu stellen und dann wirst du auch den ganzen Stoff dir so viel leichter aneignen können und das ist unfassbar wertvoll. Drittens, leite alles aus ihnen ab. Mit ihnen meine ich natürlich die Grundprinzipien. Es gibt, finde ich, so extrem zentrale Grundprinzipien, dann gibt es für einzelne Nebenbereiche noch kleinere Grundprinzipien, aber versuch wirklich, speziell in Wirtschaft, immer den dahinterliegenden Mechanismus zu verstehen, als nur das Beispiel konkret auswendig zu lernen. Zum Beispiel bei einem Wechselkurs. Anstatt auswendig zu lernen, wie jetzt das mit Deutschland und Amerika ist, versuch doch einfach zu verstehen, warum ist es denn so, wie es mit Deutschland und Amerika ist, von Dollar zu Euro und Euro zu Dollar, was ihr da beispielsweise im Unterricht aufgeschrieben habt. Warum ist es denn so? Wann muss beispielsweise die Notenbank intervenieren oder was auch immer ihr gerade als Thema habt. Wenn du die Sachen drauf hast und sozusagen den Mechanismus dahinter verstehst, dann musst du erstens dir wieder nichts merken, sondern nur verstehen, was tausendmal geiler ist. Und vor allem, du kannst es dann einfach auf jede Frage anwenden und zusätzlich kannst du dann in dieser Frage auch noch viel ausführlichere, aspektreichere Antworten geben, die du einfach brauchst, um 13, 14, 15 Punkte zu schaffen. Viertens, selektiere Teilbereiche aus. Natürlich, wenn du eine richtig gute Note haben willst, dann ist es natürlich förderlich, wenn du komplett alles weißt. Aber angenommen, du hast etwas weniger Zeit oder hast das Gefühl, du kriegst den ganzen Stoff in deinen Kopf nicht rein, dann lohnt es sich in meinen Augen in Wirtschaft wie in fast keinem anderen Fach auf Lücke zu lernen. Das möchte ich allgemein nicht empfehlen, aber wenn es nötig ist, dann in Wirtschaft. Warum? Erstens,
wirst du vielleicht selbst schon gemerkt haben, dass man in Wirtschaft immer mal wieder einfach so kleinere Zwischenthemen, Nebenbereiche hat, die eigentlich nie geprüft werden, sondern es kam einfach nur dran, weil das irgendwie nebensächlich noch wichtig ist. Und auf der anderen Seite, selbst wenn diese Themen doch dran kommen, dann schaffst du eigentlich über dein Verständnis der Grundprinzipien und der gesamten dahinterliegenden Mechanismen, vielleicht sollte ich noch ein Video zu Deutsch machen, dann kannst du auch trotzdem darauf antworten. Und das ist so, 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 so wichtig. Und welche konkreten Teil-Nebenbereiche das jetzt in deinem Fall sind, kann ich natürlich nicht pauschal jetzt für alle, die zuschauen, beantworten. Aber versuch einfach mal zu legen, wo hast du dann vielleicht nur so ein kleines Extrablatt bekommen, was war nur so ein ganz kleiner Abschnitt und so weiter. Und versuch dafür ein Gefühl zu entwickeln, weil das kann sich gerade in Wirtschaft oftmals sehr, sehr gut lohnen. Fünftens, fühle dich als Wirtschaftsprüfer bzw. als Anwalt. Denn das ist eine Sache, die habe ich immer gemacht, weder sowohl in Wirtschaft als auch in Recht. Wenn du das hast, dann identifizierst du dich so krass mit der Rolle und dann macht es auch richtig Bock. Beispielsweise sagt dir so als Wirtschaftsprüfer, nein, wir sind, beispielsweise, keine Ahnung, du bist irgendwie ein Vorsitzender der Notenbank, wann müssen wir intervenieren? Okay, wir müssen jetzt den Wechselkurs anpassen und so weiter. Weil in dem Moment, wo du so agierst, bist du quasi gezwungen, das Ganze zu verstehen. Und vor allem kann diese Herangehensweise, vor allem auch in Recht, manche finden ja Recht super trocken und haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich fand es auch nie ganz so cool wie Wirtschaft. Da hilft es super, wenn ich so als Anwalt die sage, nein, Sie können das jetzt nicht kaufen, weil Sie müssen erst die Übergabe machen und außerdem haben wir hier noch die Mahnungsfrist und das haben Sie noch nicht gestellt und so weiter. Und wenn du da so richtig reingehst, dann kann das richtig, richtig Bock machen, weil du einfach das Gefühl hast, okay, ich lerne das nicht einfach nur so, weil ich es irgendwann in der Prüfung wiedergeben muss, sondern es ist im Prinzip Teil meines Berufs. Auch wenn du später mal was ganz anderes machen willst. Wenn du dich mit Wirtschaft beschäftigst, entweder im Unterricht oder beim Lernen, fühl dich so und du wirst eine wesentlich höhere Motivation haben. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.